Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge Let's Play Jack 2. Mein Name ist Blazingham und es geht weiter. In der letzten Folge haben wir in dieser Mission hier gestoppt, wo wir... wow. Pickety, fuck, fuck. Sickety, zack. Hat er sich da irgendwie in die Lücke gepackt. Ja genau, hier. In dieser Mission, wo wir einfach nur mit diesem Roboter ein bisschen rumhampeln müssen. Boah. Falcon Punch war das hier aber gerade. Naja, okay. Da habe ich mich natürlich, wie immer, ein bisschen sehr dumm angestellt. Und ja. Und jetzt habe ich, glaube ich, eine Idee, wie wir überleben. Ist das hier jetzt schon diese Hallway? Ja. Deswegen werde ich hier jetzt mal aussteigen. Ja, genau. Ich wusste doch, dass das geht. Aber wieso schieße ich denn nicht? Ich kann auch schießen, so. Ich weiß, dann machen wir doch weiter. Ne, können wir gar nicht. Ich dachte, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen vor und töten erstmal alle, aber das war natürlich klar, dass da eine fette Wand vor ist. Diese Maschine hat sowas von irgendwas Nostalgisches. Keine Ahnung. Das Ding ist irgendwie so typisch gerade. Ah, okay. So, Minecraft-like, der hat rangebaut hier. Dann hier hoch. Nope, nope, hör auf die Maschine anzuschießen. Ein Schuss reicht? Really? Ich glaube, hier war noch einer her. Ja, ich wusste, dass das geht. Hält denn nur zwei Schüsse aus, wie gay. Dann müssen wir hier lang mit dem Ding. Dann müssen wir hier lang, da lang, hier weiter. Dann hier noch ein bisschen weiter. Dann müssen wir, glaube ich, die Säule dahin kloppen. Okay, gut. Dann gucken wir mal. Da hinten ist das Ding. Können wir hier runter? Ja, das können wir. Okay. Jetzt habe ich aber gesehen, dass man auch hier lang kann. Okay. Und so, jetzt da hinten nochmal dran. So, und jetzt... Wow, 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 Roboter. Roboter, wow. Alter, das ist heikel. Das ist... nervenkitzelnd. Genau, die Säule. Ich habe kein Wort verstanden. Kann man die auch kaputt machen? Nee, leider nicht. Wohin jetzt? R1, um Blöcke mit dem Titananzug zu packen. Oh, okay. Darf man damit auch springen? Hey, sogar kleine Hüpfe darf man machen. Oh Gott, bitte nicht so schnell. Ach, dran wäre... Oh, wie cool. Okay, okay, gerade so. Okay, ich finde die Idee ganz okay. Sieht lustig aus. So. So, dann müssen wir jetzt auch noch einmal dran schlagen und dann sind wir auch schon da. Oh, das sieht's. Oh, Check 1. Wie oft habe ich diese Hütte für unsere alte Grünhaut geputzt? Gute Arbeit, Jack. Und, naja, Dexter wohl auch. Bevor wir damals durch den Spalt kamen, pflegte ich dieses Lebenskorn des großen Baumes. Scheinbar zieht seine Macht die Metallschädel an. Bringt das Korn nun zu Odin. Sie bereitet es für Samos vor. Du meinst für dich? Nein, das andere Ich. Dexter, mein jüngeres Ich braucht die Macht des Korns, um weise zu werden. Also, sehe ich das richtig? Indem wir deinem jüngeren Ich das Lebenskorn bringen, haben wir dich quasi zu dem Weisen gemacht, der du heute bist und dir überhaupt erst zu deiner Macht verholfen. Und du hast uns nie gedankt? Ich danke euch, Dexter. Und jetzt macht schon! sofort, Leute, ich muss nur ganz kurz meine Kopfhörer ein bisschen richten, dass die nicht die ganze Zeit an meiner Hand so ganz komisch gebaumelt kommen.
Weil das ist... So, für uns alle ein bisschen schlecht. Okay. Ah, oh, die alte Hütte. Oh, die ist cool. Okay. Und dann wieder zurück und wir bringen uns um. Nein, tun wir nicht. Komm, ihr habt aber gerade gedacht, ja, ich habe euch schon ganz schön verarscht. Jetzt müssen wir nur ein bisschen gucken, wie wir hier zu unserem Ausgang finden. Kann man hier lang? Jo, kann man. Na, okay. Nicht wirklich. Kann man hier lang? Na, nicht im Sinne von drüber. Wo soll man denn hier bitte hin? Hallo? Okay, ich glaube, wir töten uns jetzt lieber wirklich. Ich dachte schon. Okay, das ist jetzt nicht so gelaufen wie geplant, aber... Ah, wir müssen einfach nur hier lang. Okay. Perfekt. Okay. Wa, drüber. Nochmal nur. Das wird natürlich wieder klar. So. Nächste Mission. Zurück. Okay, jetzt müssen wir das Lebenskorn. Das Korn? Der Korn? Keine Ahnung. So. Den Lebenskorn. Das Lebenskorn. Ich bin jetzt echt immer im Leben, ich habe keine Ahnung. Hm, na okay, auf jeden Fall müssen wir das Ding jetzt zu Odin bringen. Das ist diese alte Schule da in diesem Zelt. Mit den Voodoo-Kräften und so. Odin sagt, wo wart ihr bloß so lange? Wir mussten sogar das Mittagessen ausfallen lassen. Warum das? Okay, okay. Eigentlich sagte sie, danke, dass ihr das Lebenskorn gerettet habt. Aber ich hätte es an ihrer Stelle nicht gesagt. Gebt Odin das Korn. Sie wird es für Samos vorbereiten. Vogelfutter. Hör zu, du Ratte! Ich hab schon Vogelschwärme nach Süden geführt, als du noch ein Dreikäse hoch warst! Nicht, dass du jetzt viel größer wärst. Wenigstens bin ich kein fetter, blöd quatschender, zerlumpter Sprecher für die älteste Wahrsagerin der Welt! Jack sagt, auf Wiedersehen! Jack sagt, ich kann alleine denken! Jack sagt, ruf dir die Federn aus! Das war's, Rattengesicht! Jetzt bin ich richtig sauer! Schluss damit, alle beide! Dein Glück, dass ich so ausgemergelt bin. Odin sagt, bringt das energiegeladene Lebenskorn zum jungen Samos im Heldenwald. Ohne die Energie sieht Samos den Wald vor lauter Bäumen nicht. Schnell, geht! Okay. So, dann bringen wir das Ding auch noch zu dem Samos und... Warte, im Tempel? Dann müssen wir uns wahrscheinlich wieder durchkämpfen, wa? Aha, aus jeder Scheiße machen die eine Mission. na okay, ich darf wieder schneiden. Oh Gott. Es ist viel geschneidet. Verdächtige Aktivitäten, da rollt sich ein Typ die ganze Zeit auf dem Weg. Bum, bum. Ups, Entschuldigung, Sir. So. Kollegas und Kollegas, ich habe keine weiblichen Zuschauer. Wir sind da. Nächste Mission, wir müssen das Korn. Ich weiß aber noch nicht, welchen Artikel das hat. Hier, zum Samos bringen. Der ist hier irgendwo in dem Tempel und jetzt müssen wir ihn suchen. Okay, Kamera, kommst du mit? Danke. Komm, die Muni holen uns natürlich auch. Oh ja, rote Muni. Ganz unbedingt. Und wo lang müssen wir? Das wahrscheinlich nicht, oder? Oder doch im Helmienwald? Ja, guck mal. Das hier ist ja so der, wie soll ich es nennen, Aufzug, Transporter zum Havenwald immer. Genau hier. Ist er hier? I don't even know.
Oh, oh nein, oh nein, aua. Oh Gott. Schlagartig erinnere ich mich an das, was kommt. Oh nein, Leute, wir sind am Arsch. Oh ja, die machen da wirklich eine Mission draus. Aus sowas Banalem wie, gib ihm das Ding. Oh ja, eine schwere Mission nach der anderen. Macht es das Spiel einfach nur künstlich länger, dass es so schwer ist, oder? Keine Ahnung. Vielleicht waren die Spieleentwickler immer voll die Spiele-Pros und haben gesagt, ja komm, das packen die wahrscheinlich genauso. So, wir müssen jetzt hier hoch. So, wo ist der grüne alter Sack, wo ist er? Ach, da. Samus hat gesagt, ich meine, du hast gesagt, oder egal, dein älteres Selbst. Ach, wer auch immer, wir haben gehört, du suchst das Lebenskorn. Ja, durch seine Kraft kann ich mit den Pflanzen sprechen. Roger, wir sind auf Kurs. Oh mein Gott. Jack, beschütze mich vor diesen Gardisten. Ich muss den Pflanzen wichtige Fragen über unsere Zukunft stellen. Genau jetzt, ganz, ganz unbedingt. Ich fand's doch gerade irgendwie total stumpf. Durch diese Kraft kann ich mit den Pflanzen sprechen. Da, er greift ihn! Ah, da ist er! Alter, die schießen ihn ja echt voll an. Okay. Kann ich ihn auch schlagen? Nee. Okay, zum Glück. Und ansonsten muss ich da auch noch Acht drauf geben. Nope. Ich hab doch in eure Richtung geschossen, ey. Oh, wer noch die neue Waffe? Wieso benutze ich die nicht? Obwohl wir nur einen Schuss haben. Ey, wäre echt toll, wenn die mal ein bisschen Muni dafür rausrücken würden. Alter, ich bin gleich weg. Also Medipack wäre auch mal... irgendwie sparen die hier ordentlich mit den Medipacks, finde ich. Hat er nicht trotzdem voll die weisen Kräfte und den ganzen Shit? Dass er sich mal ein bisschen selber verteidigen kann? Hohohoho, kommt her, Bitches. Fuck! Wie fies. Oh nein. Das ist wieder so eine Mission, ey. Oder hatte ich davor einfach nur so wenig HP schon? Ich weiß es nicht. Hi. Toll, Eko. Ey, ein paar Medipacks werden echt... nicht zu viel verlangt, oder? Das bin ich mal ganz standardmäßig, diese Waffe. Vielleicht sollte ich nicht die Muni nehmen, wenn mein Magazin schon voll ist. Kein Wunder, dass ich nie Muni habe. Ich verschwende es in dem Sinne, ja. Weil er speichert die Muni ja nicht. Früher hatte man sowas wie Inventar nicht. Okay. Jack und Dexter schon, aber generell. Ja, mein Laptop meldet sich hier von wegen 15 Minuten rum, aber wir haben ja, ne, glaube ich, wieder ein paar Minuten Weg rausgeschnitten, deswegen passt das. Ich glaube, wir haben jetzt um die 10 Minuten oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall 5 Minuten machen wir noch. Nicht oben einer? Oh fuck. Alter, ihr seid aber auch. Gerade von mir auf den Boden gefickt. Steht euren Mann! Und es war genau der Typ, der es auch gesagt hat, deswegen. Ist es jetzt vorbei? Natürlich nicht. So, jetzt aber. Tata! Oh, fick dich doch. Oh,
Warum noch mehr? Warum? Warum? Lichtstrahl. Na, fick dich doch. Ich find's scheiße, dass es zwei Seiten gibt. Ansonsten wäre es ja leicht. Ey, wenn ich auf der einen Seite bin, um irgendwie irgendwas einzusammeln oder so, ist auf der anderen Seite, schon die Hölle los. Nein, ich wollte, ob du es glaubst oder nicht, nicht mein Jabboard gerade rausholen. Das benutzen wir die Waffe. Ja, Mann, die neue Waffe ist geil. Ja, okay, aber trotzdem kann ich nicht alle im Blick haben, ey. Hallo, ich bin auch da, ich fliege. Ja, Mann, das ist langsam... Nur schwere Mission ist irgendwann auch scheiße, finde ich. Vor allem, wenn da mal regelmäßig Medipacks spawnen würden, dann wäre das ja auch nichts. Es sind nur, keine Ahnung, Feinde, die brauchen zwei Schuss. Aber irgendwann wird man halt getroffen und das dauert halt so lange, wenn es keine Medipacks gibt. Oder ich bleib einfach die ganze Zeit bei ihm so. Ne, geht auch nicht, weil es da Fliegende gibt, die von Weitem schießen, ey. Meine Fresse, haben wir's dann, Opa. Boah, diese Fliegen gehen nochmal extra auf den Piss. Nein, 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 nein. Ah, meine Fresse. Das ist nicht mehr witzig irgendwann. Vor allem die Kamera zieht von oben nach unten, aber das sind fliegende Gegner, hallo. Wieso wird es mir nicht freigestellt, wie ich die Kamera haben will? Oh, endlich. Oh, meine Fresse. So, mal gucken, was jetzt kommt. Ich hatte durch das Lebenskorn eine fürchterliche Vision. Der Baron hat vor, den Precursor-Stein zu zerstören. Nein. Er will ihn irgendwie aufbrechen. Und wenn er das tut, setzt er damit eine unvorstellbare Energie frei. Sie wird die Welt zerstören und alles Leben vernichten. Die Pflanzen, sie flehen uns um Hilfe an. Du musst den Baron aufhalten, Jack. Halt ihn auf, mit allen Mitteln. Okay. Dann würde ich sagen, war es das für diese Folge. Ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.